Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Opening. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch heute auch sehr, denn, keine Ahnung, es kam immer gut an in der Vergangenheit, wenn ich mal Themendecks aufgemacht habe. Aber es gibt ja diese klassischen Themendecks mit dieser Holo-Karte nicht mehr, sondern es gibt jetzt diese sogenannten V-Decks. Und ja, passend zu Drachenwandel gibt es jetzt diese wundervollen V-Decks mit Rayquaza V und Uhafnir V. Und ich habe ja die letzten V-Decks gar nicht geöffnet und ich wollte euch mal zeigen, was da so drin steckt. Deswegen, ich hatte das Video hier geplant, weil so wie es aussieht, also ich weiß nicht, ob ich mich vertan habe, aber diese Rayquaza-Karte und diese Uhafnir-Karte soll eine Promokarte sein. Also die kriegt man nur aus diesen Decks. Und damit ich euch mal zeigen kann, falls jemand diese Karten haben möchte, was in diesem Deck drin ist, ob es sich lohnt, die zu holen. Natürlich klar, wenn man spielen möchte, auf jeden Fall definitiv. Werden wir die mal öffnen und ich euch den Inhalt zeigen. Und keine Sorge, für die Leute, die Booster sehen wollen, habe ich nochmal 5 Booster vom Set passend dazu besorgt. Wir machen aber erstmal die Themendecks auf. Genau. Ansonsten, wenn ihr die Booster sehen wollt, skippt einfach. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Schreibt einen Kommentar rein, würdet ihr euch die holen? Und wenn ja, welche Version würdet ihr euch holen? Und ich fange mal erstmal mit Uhafnir an. Und ansonsten, natürlich passend dazu, weil es da ja auch einen Code gerade drin gibt für die Themendecks, werde ich mit den Themendecks einen Livestream machen am Sonntag. Genau. So, ich glaube, ich kann hier aufreißen. Genau. Wobei, ich sollte vielleicht mal hier kurz die Rückseite noch zeigen, bevor ich das kaputt mache. Da sind nämlich einmal die Karten drin, die Setliste, damit man schon vorher weiß, was drin steckt. Und hier steht schöner Text. Ja, normalerweise lese ich nicht vor, was drauf steht, aber feier die Rückkehr von Drachen-Pokémon ins Sammelkartenspiel mit diesem Deck unter der Führung von Uhafnir V. Nach Amarin synchronisiert die Anzahl deiner Handkarten mit denen deines Gegners, damit du mit der Attacke, wie heißt die? Synchrokrach des Star-Pokémons vernichtende Schläge austeilen kannst. Ziehe mit Hilfe von Golbat und X-Bat Extrakarten. Mache dir mit Lugia die Macht der Meere zu eigen und meistere alle Tricks des V-Decks Uhafnir. Okay. Wir wissen ja schon dann anscheinend, was da drin steckt. Genau, wir werden es jetzt nochmal sehen. Damit ich keinen Quatsch erzählt habe. Wenn ich das rauskriege. Und eine XXL-Coin von Uhafnir. Okay, irgendwie stehen die mittlerweile auf diese XXL-Coins, die Pokémon Company, warum auch immer. Unser Spielfeld, das ist unser Regelheft, ja, Schnellstartregeln, okay, genau. Dann, was ist das? Aha, ein bisschen Werbung für die Themendecks anscheinend. So, dann haben wir hier die nochmal erklärt werden, die zu speziellen Zustände. Schadensmarken. Das ist das Deck. Die Codekarte werde ich aber schon eingelöst haben, deswegen wird nicht mehr funktionieren. Und hier sieht man es ja, ist eine wundervolle Promo. Spielt man in einem Psycho-Unlicht-Deck, okay? Überschallknall. Diese Attacke fügt jedes Pokémon eines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Okay? Auf der Bank, ja klar. Schwächung ist es. Wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 120. Ich hatte mich gerade verguckt. Ich dachte, hä, L20? Was ist L20? Nee, 120. Lull. Okay, die wundervolle Promo kriegt erstmal eine schöne Hülle. Wir haben ja schon mal so grob gelesen, was drin steckt. Deswegen. Und ja, für mich seit längerem mal wieder, darf ich mal wieder was öffnen, weil ja die ganzen Sachen sind ja alle verschoben, die ganzen Sachen, die released worden sind. Ich hatte gar nichts mehr hier. Ich habe ja auch letzte Woche kein Opening gemacht, habe gesagt, ich mach das, wie heißt das? Ich mache es letzte Woche kein Video, genau, so. Ich kam gar nicht drauf, weil ich habe gesagt, bringt nichts, nochmal irgendwas mit Random Booster zu machen, weil das ist langweilig. So, wir sortieren schon mal hier.
die ganzen Energiekarten. Superball, Hukumil. Okay. Clash der Rebellen. Natu, Zubat. Mack ist drin, okay. Natürlich klar, für Dwarf Support, hopp. Pokusan. Nachher im Menü gehen. Wir werden natürlich das Deck auch mal so spielen und gucken, ob wir damit eine Chance haben gegen selbstgebaute Decks. Natürlich denke ich mal eher nicht, wenn wir richtig krasse V-Decks treffen, die komplett, falsches Pokémon übrigens, die komplett gut ausgelegt sind darauf, dass es halt so ist, dass wir da, wie nennt man das? zerstört werden, sehr wahrscheinlich. Aber wir werden es trotzdem mal testen, spielen und so weiter und so fort. Ihr seht es ja. Genau. Und zu Celebration, deswegen kommt dieses Video, habe ich auch Sachen vorbestellt, die sind auch in der Post. Meine Evolution Tints sind auch gekommen, aber ich dachte, das ist gut, weil ich hatte euch ja versprochen, ein TCGO Stream zu machen, wo man gegen mich kämpfen kann, und deswegen, so wie ich das hier geplant habe, wird das auch dann stattfinden. Genau, das waren die Karten im Schnelldurchlauf. Wundervoll. Habt ihr jetzt mal gesehen, was drin steckt. Deswegen, wie gesagt, im Detail werden wir es dann im Livestream testen. Und ansonsten, auch wenn das Video ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verwirrt wirkt. Nein, keine Sorge, es ist wirklich verwirrt. Und dann machen wir direkt mal mit meinen drei Quasar weiter. Ich weiß halt nur nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil es so viele neue Informationen gibt. Wie gesagt, ich hoffe ja, weil das neu in der Post ist, dass ich zum Beispiel nächste Woche meine Celebration ETB mit euch gemeinsam öffnen kann. Es gibt ja noch Sachen, die kann man noch nicht direkt kaufen von Celebration. Deswegen, weil da kommen ja noch Sachen raus später. Ich glaube, es wird geil. Ich hoffe, mein erstes Opening dazu wird cool. So, und dann kommen wir zu dem Rayquaza. Stürme vom Himmel herab mit Rayquaza V. Feiert die Rückkehr von Drachen-Pokémon im Sammelkartenspiel mit diesem Deck. Unter Führung von Rayquaza V verwandelt den abgelegten Karten mit Hilfe deines Star-Pokémons und seine Attacke Drachenpuls und Spiral-Detonation in Schadenspunkte. Gerade mit der Unterstützung von Arena-Leiter Mack mehr Energien aus deinem Deck heraus und vereine die Mächte von Feuer und Elektro. Genau. Ich glaube, damals war auch Rayquaza schon, als das in, wie heißt es, Sonne und Mond aufziehen, der, nicht aufziehen, wie heißt das Z nochmal? Ich komme gar nicht drauf, lull. Sturm der Finsternis, glaube ich, hieß das Set, wenn ich mich gar nicht vertue. Ja, lol. ja, manchmal, ne? Manchmal ist es so. Und eine ganz tolle, wundervolle Rayquaza XXXL-Coin. Ich weiß, ich glaube, da war ein X zu viel, aber egal. Das ist dann der gleiche Inhalt. Spielfeld, Regeln, Werbung, Schadensmarken, Regeln nochmal erklärt. Hier ist das drin, die Codekarte und natürlich das wundervolle Rayquaza V. Und dann Müll beiseite. Schauen wir uns erstmal an, was dieses wundervolle Rayquaza überhaupt kann. Das kann nämlich, wenn es fokussiert, lege die obersten zwei Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Okay. Du kannst bis zu zwei Basisenergien Feuer oder bis zu zwei Basisenergien Elektro von diesen Pokémon auf deinen Ablagestapel legen. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 80 Schadenspunkte mehr zu. Okay. Weiß ich noch nicht, wie man das spielen soll, weil du musst halt gucken, dass du da auch wieder drauf kriegst. Also theoretisch, also ich werde natürlich das Deck mal spielen, so wie es ist. Erstmal kriegst du eine Hülle, um zu testen, ob es so ist. Aber ich werde auch eine eigengebaute Variante, eine Kombination, ich werde das nämlich dann online ein bisschen umbauen, zwischen von den beiden Pokémon spielen, Ohafnir und Rayquaza. Deswegen, wir schauen mal, wie gesagt, das kommt am Sonntag, der Stream, wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen, weil ich werde auch manchmal mal gefragt, wann ist der nächste Stream, und jetzt wisst ihr es, live im Video gesagt. So, hier ist natürlich klar, was wir hier haben,
Elektroenergien. Und es ist nicht so wie bei den anderen Themendecks wie früher. Zum Beispiel hatte ich ja Dragoran oder Glurak-Themendeck, wobei das Glurak-Themendeck war das beste Themendeck bisher, was ich geöffnet habe von den Klicks her. Dafür auf jeden Fall danke, dass hier nur das Star-Pokémon einmal drin ist. Bei den anderen Themendecks war ja das Star-Pokémon einmal als spezielle Foil-Holo drin, die es nur so gab. Und dann nochmal als normale Non-Holo-Rare-Karte, zum Beispiel bei Glurak oder bei Dragoran. Bei Dragoran waren es nicht so. Bei Glurak waren, glaube ich, zwei Gluraks drin, wenn ich mich vertue. Und sonst normalerweise das Star-Pokémon, zum Beispiel bei Necrozma, was ich aufgemacht habe, glaube ich, wenn ich mich richtig nicht vertue. Ich habe auf jeden Fall mit Necrozma, habe ich auch online gespielt mit dem TM-Deck. Das kam ja, glaube ich, zum Zeiten von Dragoran raus. Genau. Richtig? Ja, müsste so sein. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Ansonsten dürft ihr mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall, da war immer dann, ich glaube, bis auf, oder war zweimal Dragoran drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war da immer das Star-Pokémon nochmal als normale Karte drin. Einmal als Holo und einmal als normale. Aber hier sieht man es ja, nur eine V-Karte in dem Deck. Deswegen müssen wir gucken, ob das gegen ausgewogene, selbstgebaute Decks gut ist. Also, Elektroenergie, jede Menge Elektro, Feuer, ein Voltolos, noch mehr Feuer, Lampi, und der Fokus ist gerade nicht da, Superball, Lanthorn, Energie, Fluchtsaal, jede Menge Fluchtsaal, Entwicklungsrauch, okay. Grillmark hoppt für den Dwarf-Support, Energie, Fritzelblitz, Trank, Elektro, was ist das? Ramord, okay. Interessante Karten, definitiv. Interessant. Voltenso, okay. Ja, hier der angekündigte Mack. Schau dir die obersten 7 Karten deines Decks an. Du kannst beliebig viele Karten, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Okay, den sollte man auf jeden Fall in diesem Deck spielen. Macht Sinn. War auch in dem anderen Deck drin. Deswegen. Genau, das ist natürlich immer gut, diese Karten. Wir werden es ja sehen, wie wir es, also wie ich das selber umbaue und wie es sich spielt. Deswegen, da habt ihr die Möglichkeit, dann gerne mit mir Zuschauer-Matches zu machen und so. Wie gesagt, ihr seht ja hier den Inhalt. Ein bisschen sortieren hier, damit es ein bisschen sortiert ist. Ich weiß nicht, warum es unsortiert da drin ist, aber egal. Direkt schon gemischt zum Spielen. Okay, ja, ich glaube zwar nicht, dass es gut wird, wenn wir damit kämpfen, aber wird schon irgendwie. So, und dann kommen wir noch für die Freunde, die Booster mögen, zu den Boostern. Ich werde die so, wie die jetzt hier liegen, in der Reihenfolge öffnen. Und da wir ja im letzten Video mit den Nachtara-Boostern Artworks kein Glück hatten, wir haben aber hier nochmal zweimal Nachtara, hoffen wir, dass wir heute Glück haben, vielleicht sogar aus Nachtara. Ich wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben beim letzten Mal. Wechsel das Artwork. Ja, wechsle ich jetzt auch hier. Dualuralon ist am Start. Und dann hoffen wir doch einfach, dass wir da eine wundervolle, schöne Karte ziehen können. So, 4, genau, nicht verzählen. Wie gesagt, das ist das nächste Video seit 2 Wochen, dass ich wieder was öffnen darf. Wie gesagt, letztes hatte ich nichts mehr da. Deswegen habe ich ein alternatives Video gebracht. Lombrero, der Boost Shake, Draschel, Leufeo, Schallquapp, Hippopotas, Zirokek, Latiri, Sturmgebirge in Reverse und Senlong. Schade. Senlong ist leider nur eine normale. Also ja, aber dafür hoffe ich ja, wenn ich jetzt bei den, sag ich mal, Random Boostern kein Glück habe, dass dann meine Produkte wieder abgehen, wie gesagt. Da meine Celebrations, genau, meine Celebration-Produkte noch in der Post festhängen und ich ein Video machen wollte und das hier bei mir verfügbar war, mache ich das. Und nach Celebrations werde ich dann meine Tints bringen, meine Evolution Tints. Alle 3 in einem Video hatte ich schon mal angekündigt, die sind auch jetzt gekommen. Die sollten ja eigentlich schon im September da sein. Genau. Und ja, die kommen zwar ein bisschen spät bei mir, aber ich denke mal, ihr wollt eh erst Celebration sehen, aber da dürft ihr natürlich gerne auch eure Meinung reinschreiben. Ich werde es aber trotzdem so machen, dass wenn meine ETB kommt, dann, wie gesagt, die hängt noch in der Post fest, dann werde ich die natürlich im nächsten Video für euch öffnen, weil ich denke mal, die ETB wollen viele sehen, mit der Shiny Quajutsu Karte. So. Dann
Duodino. Oh, das ist doch schon mal cool. Da haben wir schon mal einen Hit, nämlich Psyana V. Sehr schick. Ich glaube, die fehlt mir sogar noch, wenn ich mich nicht vertue. Ach so, ja, genau. Die muss ja auch direkt einmal gesleeved werden. So, was jetzt noch natürlich noch passend zu dem Video cool wäre, aus einem Rayquaza-Artwork entweder Rayquaza-alternatives Artwork zu ziehen. Ich weiß, ich habe sehr humane Vorstellungen, sehr humane Wünsche. Oder die Alternative von Uhafnir, die ich ja auch sehr, sehr cool finde. Ist auch einer meiner Lieblingskarten aus dem Set. Deswegen schreibt auch gerne mal eure Lieblingskarte aus Drachenwandel rein. Aber da gibt es so viele schöne Karten. Und so, also von daher, ja, da kann man ja nur sich freuen, wenn man was zieht, weil da einfach so viele schöne Karten drin sind. So. Kampfenergie. Wir haben den Schneeblattorden, okay. Naja, das ist jetzt nicht so die spielbarste Karte. Ein Glückseis. Ein Pikachu. Tentacha. Dartiri. Noctuan. Barshwa. Tengolist als Sternreverse und ein Lursadin. Da komme ich immer noch nicht drauf klar, dass Lursadin eine Rare ist in dem Set. Aber ja, muss man mit leben. Muss man mit leben. So, jetzt zweimal nach Tara. Mal gucken, ob dieses Mal nach Tara. Ja, glänzt. Glück bringt. Wir schauen mal. Aber hey, wir können immerhin zufrieden sein. Wir haben immerhin wenigstens eine V-Karte gezogen. Das ist ja bei Random Booster aus dem Display, was man einfach so da rausnimmt. Glückssache, ne? Man kann halt das Booster erwischen, was gut ist in dem Display, oder man kann das Booster erwischen, was nicht gut ist. Deswegen gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, hier noch was Schickes zu ziehen. Wir haben auf jeden Fall ein Datiri, ein Zorokek und ein Wow, eine wundervolle Schlapfelkarte. Das ist schon mal nicht so cool, not so cool. Und dann letzte Booster für heute, Last Pack Magic. Ich hoffe es doch sehr. Und vielleicht noch mal Pack on Feuer, Fire mit einer Feuerenergie. Wer weiß? Vielleicht call ich ja sogar die Feuerenergie jetzt. Es ist, nee, es ist eine Psychoenergie. Aber hey, zieh trotzdem was Gutes. Enteron, das Mibrana, die Seelenmaske. Evoli, Leufeo, Schallquapp, Hippopotas, oh, wir haben schon die Reverse gesehen, Litomit und, hey, wenigstens noch mal eine Holo Brutalanda, die mir auch noch fehlt. Gut, das wär's vom Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt mal so einen kleinen groben Einblick in die Welt der V-Decks bekommen, weil ich habe bisher noch keins gezeigt. Ich weiß nicht, ob es andere Kanäle zeigen, was da drin steckt. Also ich wüsste jetzt keinen deutschsprachigen, englischsprachigen gibt es bestimmt mit Sicherheit, die sind ja eh gleich in den Sprachen, da gibt es ja keine Unterschiede. Bei deutsch-englischen Produkten sind ja die Booster immer manchmal unterschiedlich, die drin sein können, aber ansonsten Themenmix müssten ja gleich sein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bye bye und bis dann.